Gut, so, dann möchte ich euch recht herzlich zu meinem Vortrag eigenes Smart TV-Gerät bauen. Ja, am Vormittag hatte ich bereits einen Vortrag über Smart Home. Also, ihr seht schon, bei mir zu Hause dreht sich alles um Smart. Irgendwie werden bei mir die Geräte langsam intelligenter als ich, also jetzt auch mein Fernseher. Die Lösung, die ich vorstelle, ist ein normales Fernsehgerät erweitern durch einen Raspberry Pi, um ja, Funktionalitäten eines Smart TVs zu erlangen. Zum Inhalt. Warum habe ich mich überhaupt entschieden, mit Smart TV anzufangen? Welche Lösungen gibt es, so grob von den Konzepten her? Und schließlich, wie mein System aufgebaut ist. Warum Smart TV? Ja. Da muss man vielleicht den Begriff Smart TV erklären, was das für mich bedeutet. Weil Smart TV, ja, kann vieles heißen. Für mich heißt das, ich kann zu Hause TV streamen, also Live-Programm über den Raspberry Pi streamen auf ein anderes Gerät, auf mein Handy, auf mein Tablet. Das will ich über meinen Fernseher tun. Ich will Internetinhalte auf dem Fernseher anschauen können, sprich, ich will mir die TVT anschauen oder irgendwelche Channels, Serien, Bilder und dergleichen, was es halt unterschiedliche Apps gibt. Das Weitere ist, ich möchte Inhalte innerhalb von meinem eigenen Netzwerk mit anderen Geräten austauschen. Das heißt, ich nehme etwas auf und ich möchte es dann auf einem anderen Fernsehgerät in meiner Wohnung oder in meinem Fall auch meinen Eltern in ihrem Haus zur Verfügung stellen. Ja, ein weiterer Punkt ist, ich habe die letzten Jahre bei mir ein Heimnetzwerk aufgebaut und habe es die letzten Jahre eigentlich nur dazu genutzt, ja, ich surfe im Internet. Ich lade mir vielleicht mal was runter, aber dafür ja, hätte ich nicht unbedingt ein eigenes Netzwerk mit drei Routern gebraucht, da hätte auch ein Router gereicht. Und ja, vierter Punkt, ich habe ältere TV-Geräte und hätte eben auch gerne Smart TV, weil es auch andere haben und ich mag nicht hinten bleiben. So, welche Lösungen gibt es nun? Ja, die schnellste Lösung wäre gewesen, ich gehe zum Saturn oder in ein anderes Geschäft, kaufe mir ein Samsung TV oder so, was Smart-Funktionalität anbietet. Ja, ich hätte das out of the box gehabt, aber ja, war eh in den Nachrichten, Spionage, Software auf Samsung-Geräten. Man kann, wenn das Gerät auch noch eine Kamera integriert hat, kann man wunderschön beobachtet werden. Ja, die Features werden durch den Hersteller bestimmt. Ich kann mir nicht aussuchen, welche Apps jetzt auf dem Gerät installiert sind oder bin darauf angewiesen, welche halt in diesem App Store vorhanden sind. Dann Teilung der TV-Inhalte auf mehrere Räume. Da müsste ich mir in der Regel für jeden Raum ein neues Gerät kaufen und ja, vom selben Hersteller und bin an den halt dann gebunden. Und ja, warum mein altes Gerät entsorgen, wenn es ja prinzipiell Fernsehprogramm wiedergeben kann, nur diese Smart-Inhalte nicht mit hat. Dann bestehendes Gerät erweitern, was eben meine Idee ist.
entweder fertige Lösungen, es gibt so Client-Server-Lösungen, die man fix fertig kaufen kann, und dann muss man halt zu jedem Fernseher sich so ein Client-Kastel kaufen um die 180, 250 Euro. Ja, habe ich teilweise auch wenig Flexibilität, weil dann bin ich auch an den Hersteller gebunden, proprietäre Dateiformate teilweise, aber hätte auch den Vorteil gehabt, wäre eine relativ schnelle Möglichkeit, ist immer, wenn man genügend Geld hat. Ja, Bastellösung, das ganze Ding selber zusammenbasteln. Ich habe zwar eine technische Ausbildung, aber irgendwie mit Lötkolben und dergleichen habe ich zwei linke Hände. Und ja, selber Programmierer bin ich auch nicht. Ich wollte eben einen Mittelweg und habe mich für die Halbbastellösung entschieden. Eben durch die Verwendung des Raspberry Pis. Das ist meine Bastellösung, dass ich die Karte reinstecken muss und einen Stick anstecken muss. Ein vordefiniertes Media Center OS. In meinem Fall ist es LibreELEC. Einfache Installation und natürlich Hilfe durch Community, falls man Schwierigkeiten hat. Und in meiner Anfangszeit war auch das Problem bezüglich Zusatzkomponenten, DVB-C-Stick, gab es anfangs recht Probleme mit der Kompatibilität. Da musste man den Kernel selber deployen und dergleichen, und das wollte ich eigentlich nicht. So, aber bei LibreELEC ist das in der Zwischenzeit, ja, will ich schon fast sagen, kinderleicht. Ich brauche nur mein Raspberry Pi bevorzugt. Also ich würde ein Raspberry Pi nicht unter der Stufe Raspberry 2 verwenden. Im Einsatz habe ich bei mir privat Raspberry 2 und Raspberry 3 Geräte. Das Bespielen der MicroSD-Karte ist jetzt auch schon durch einen eigenen Wizard oder Tool möglich. Man wählt die Version aus, was man sich runterladen kann, lädt hinunter, wählt dann die Datei aus, wählt die MicroSD-Karte aus, oder sie wird automatisch ausgewählt vom System, klickt auf Write Image und das Image wird auf die MicroSD-Karte übertragen, und fertig ist das. Man muss nur noch in Raspberry Pi reinstecken, der bootet damit. Man macht die Erstkonfiguration, wo man dem System eine Namensbezeichnung gibt, WLAN einstellt oder gleich direkt die LAN-Verbindung verwendet, und das Ding bootet mit Kodi. Also Kodi ist das Frontend von LibreELEC. Wie man sieht, ja, wie ein typisches Media Center, entsprechende grafische Aufbereitung, man hat nicht zu viele Knöpfe, man kann sehr leicht mit der Fernbedienung navigieren. Ich verwende noch zusätzlich mein Smartphone. Durch die App Yatze kann man das Media Center super bedienen. Ja, es gibt dann noch Video-Add-ons, wie gesagt, dass ich eben OF, TVTek, Arte, ART und ja, Chefkoch.de oder College Humor und dergleichen kann ich durch einen Store oder durch entsprechende Nachladen von Add-ons von Kodi. Da gibt es unzählige Add-ons und Repositories, die man sich installieren kann, und von dem her habe ich eine riesengroße Auswahl. Kurz zu meinem System, wie das Netzwerk zu Hause ausschaut. Ich habe meinen Hauptrouter, der verteilt sich auf zwei weitere Router. Das hat bauliche Gründe. Der eine Router, der steht nämlich bei meinen Eltern im Nachbarhaus, und daran sind vom Media Center her das Wohnzimmer und
der Arbeitsraum von meiner Mutter, deswegen Iron Room, angeschlossen. Und auf der anderen Seite, bei mir habe ich im Wohnzimmer und im Schlafzimmer jeweils ein TV-Gerät mit Raspberry Pi stehen und hier auch noch als Bezeichnung, nur 3 Media Center habe ich zusätzlich mit DVB-C-Sticks ausgestattet, um doch direkt das Live-Fernsehsignal in mein Kodi-System hineinspeisen zu können und eben Fernsehsendungen aufzeichnen kann und ja, und nicht extra wechseln muss wieder in den normalen Fernsehmodus. Und ja, zusätzlich habe ich noch ein NAS Festplatte, wo die ganzen Raspberry Pis per SMB verbunden sind. Die sind auch untereinander über SMB verbunden und so können die Dateninhalte ausgetauscht werden. Also ich habe ein Filmarchiv am NAS oder ein Serienarchiv und dergleichen. Ja, Raspberry Pi, falls ihr nicht kennt, ja, habe ich ein kleines Foto gemacht, wie es bei mir im Schlafzimmer angebracht ist. Also ich habe einfach mit, glaube ich, einem doppelseitigen Klebeband ist der an meinen Fernsehkasten herangepickt. Ja, als DVB-C-Stick habe ich mich entschieden für diesen Triple Stick von PCTF. Den habe ich herausgefunden, glaube ich, über die Kompatibilitätsliste von der Raspberry Pi Seite, dass der unterstützt wird und der bietet auch die Möglichkeit für DVB-T2, falls man nur das Antennensignal einfangen will. So, nochmal zum Ja? Das C ist portabel. Ja, genau. Ja, also ich wollte bei mir von meinem Anbieter Kabelsignal direkt das Fernsehsignal einspeisen und nicht über DVB-T2 gehen. Wie? Die Kosten kommen noch habe ich noch eine Folie vorbereitet. So, ja, wie gesagt, mein System ist LibreELEC. In der Aussendung, also im Programm, steht noch drinnen, dass ich LibreELEC Alpha-Version verwendet habe. In der Zwischenzeit ist das schon eine Stable-Version geworden. Hat das neueste Kodi, 1.7 Krypton. Zum Wiedergeben meiner Live-TV-Sendungen verwende ich TV-Headend. Hier habe ich auch lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich mir sowohl den Server als auch den Client am Raspberry Pi installieren muss. Dann habe ich des Weiteren diverse Kodi-Video-Add-ons, wie man zuerst gesehen hat, OF, DVT und dergleichen. SuperRepo Video Add-ons hat noch weitere unzählige Add-ons zum Streamen von Internetinhalten und ja, die Steuerung hauptsächlich mache ich über das Handy mit der App Yatze. Grobe. Wäre prinzipiell auch möglich gewesen, ja. Aber dann hätte ich nur auf einem Pi dann den DVB-C-Stick gehabt und so habe ich jetzt eigentlich im Endeffekt 3 Pis, wo ich jeweils unterschiedliche Programme aufnehmen kann. Aber ist natürlich auch ein guter Punkt, weil die DVB-C-Sticks, die sind dann, wie man später sehen wird, ein ziemlich großer Punkt in der Kostenrechnung von diesem Media Center. Zur grob DVB-Headend-Installation, Konfiguration, ich habe das hier nämlich erwähnt, weil das war die Sache, warum es bei mir recht lange gedauert hat, bis ich das Raspberry Pi Media Center zum Laufen gebracht habe, weil mir dieser Serverteil dauernd gefehlt hat. Ich habe immer nur den Client als Add-on installiert und habe mich immer gefragt, warum kriege ich kein Fernsehsignal und
Es ist nämlich dieser Defender Server als eigener Teams zu installieren in Kodi. Und auf diesen kann man dann mit einem externen Laptop über einen Browser zugreifen, hat standardmäßig den Port 9981 und seit TV-Headend 4.2 ja, gibt es auch einen Setup-Assistenten, der einen schön durchführt durch die Konfiguration und man muss dann nur seinen TV-Signalanbieter, in meinem Fall Kabelsignal, auswählen und dann die Service-Sender suchen und dann die gewünschten Sender in der Liste zusammenstellen. Und fertig. Ja, und so schaut das dann in der Oberfläche aus am Server, wo ich die einzelnen N24 und dergleichen mir selektiere und mir auch eine Reihung zusammenstellen kann. Und so schaut das dann direkt am Fernsehgerät aus. Also ich habe die Senderauswahl und habe hier auch eine Beschreibung, was gerade läuft. Ja, noch kurz zu Yatze, weil ich das einfach super finde, diese App zum Bedienen vom Media Center. Also ich habe eine Steuerung, wo ich im Menü mit Pfeiltasten, mit Kreuztasten rauf, runter, rechts, links gehen kann. Ich kann vor allem sehr komfortabel übers Handy dann Texte eingeben, die ich sonst im Media Center mühsam mit der Tastatur über die Fernbedienung eintippen müsste. Und da ist das schon komfortabler, wenn ich das im Handy eintippen kann und vom Handy auch noch zusätzlich Autovervollständigung oder dergleichen habe. Ja, so schaut das dann aus, das Menü, dass ich eben Filme mehr auswählen kann, TV-Shows, Music, PVR ist eben Live-TV und meine Files und Add-ons kann ich auch direkt ansprechen. Und mein wichtigstes Tool ist auch, ich kann das Media Center, die Inhalte auch auf andere Devices weiter streamen. Ich tue es meistens auf Local Device, wenn ich im Media Center meine Playlist oder so konfiguriert habe und ich will die dann beim Duschen hören, tue ich aufs Handy umleiten und kann mir dann die Inhalte vom Media Center anhören und muss nicht die ganzen Musikstücke auf mein Handy heruntergeladen, abgespeichert haben. Die Kosten sind schon angesprochen, also schon gefragt worden. Ja, Raspberry Pi um die 40 Euro, 1 Meter HDMI-Kabel, 2 Euro, ja, die Preise wechseln immer wieder. 32 GB MicroSD-Karte ist schön und gut. Minimal würde ich sagen 16 GB. Und ja, man sieht DVB-T-Stick. Bei mir waren es 78 Euro. Es gibt hier sicher auch noch günstigere Varianten. Vielleicht sind reine DVB-C-Sticks günstiger als bei mir, das eine Kombination war aus DVB-T, DVB-2 und DVB-C-Stick. Ja, ich habe dann noch zusätzlich ein Gehäuse. Kühlkörper habe ich mir auch gedacht, wenn das doch länger rennt, das Ding. Und ja, kommen in Summe auf 150 Euro. Ja, da mein Vortrag nicht länger, Länge ist es 25 Minuten, habe ich hier jetzt die wichtigsten Links noch aufgeführt. Ich habe einen Blogbeitrag selber geschrieben, wie es mir gegangen ist. Die Idee ist 26.06.2016. Die Folien, die werden nachher auch noch zur Verfügung gestellt, also Sie brauchen nicht unbedingt die Links mitschreiben. Wichtig, die LibreElec-Webseite, Anleitungsvideo, wie man TV-Headed einrichtet. Die Beschreibung ist sehr einfach und auch für Nicht-Techniker gebracht. Und ja, hier nochmal das Yatze-Tool. Und ja,
Falls es Fragen gibt, würde ich die jetzt gern beantworten. Ja? Also ich habe auch so ein Setup zu Hause. Ja. Allerdings ohne jetzt großartig lokal Medien gespeichert zu haben irgendwo. Ja. Aber ich habe einige DVDs, die ich gerne abspielen möchte. Ja. Jetzt habe ich natürlich alte Notebooks, die alle in das DVD-Laufwerk eingebaut haben. Ja. Ich kann aber das Notebook nicht am Fernseher anhängen. Ja. Aber jetzt möchte ich diese DVD ins Notebook-Laufwerk geben und über den Raspberry Pi abspülen. Nicht als Videos hintereinander, sondern tatsächlich als DVD. Der erkennt das über Summer, wenn ich das über Summer mache, dann erkennt er das nicht als DVD. Mhm. Da muss ich auch eine Mini-Display abspielen, der ohne dann bestimmt am leichtesten für uns. Ja, dann muss man die Playsteuer am Computer machen. Ich habe das dann probiert, dass ich ich würde auch eher die DVDs konvertieren und auf eine Festplatte drauf. Ist auch die Krypto-Version von Kodi schon oder noch etwas? Genau, ja, okay. Na, tut mir leid, wie gesagt, ich habe es jetzt versucht, also ich habe bei mir ein NAS, von dem her liegen die Videos als AVI oder MPEG vor. Ah ja, was ich noch sagen muss, zum TV-Headed, damit ich die Videos auch abspielen kann, ist es noch notwendig, dass man sich das MPEG-Codec von Raspberry Pi dazu kauft. Das sind sehr hohe Kosten von 1 Euro und zahlt sich aber aus. Ja. Ja. Mit dem ganzen Setup gibt es da keine Probleme mit der Bandbreite oder so, wenn da Mutter, Frau und ja. Sie gleichzeitig irgendwie da... Nein, also auch mein Vater tut nebenbei. Die Frage war, ob es nicht Probleme mit der Bandbreite gibt, wenn da mehrere Raspberry Pis die Inhalte beziehen. Ich habe bis jetzt bei mir noch keine Probleme feststellen können. Einerseits liegt es vielleicht auch daran, wenn ich nochmal zurückgehe, dass meine Eltern da im Wohnzimmer über das normale Kabelsignal fernschauen und dazu nicht den Raspberry Pi verwenden. Und ja, stimmt auch wieder. Ja, also Frage war, wenn alle auf das NAS zugreifen. Ja, das NAS haben meine Eltern noch nicht so kennengelernt. Also sie sind derzeit noch nicht so interessiert an den Filmen, die ich da ablege. Wie schaut der Status mit Netflix und Amazon Video aus? Gibt es auch Apps? Ja. Die Frage war, ob auch Apps für Netflix und Amazon zur Verfügung stehen. Netflix-App habe ich auf jeden Fall schon gesehen, ein Add-on. Amazon weiß ich jetzt aus dem Bauch heraus nicht. Aber die Entwicklergemeinschaft ist da recht kreativ und ich denke, da wird es schon eine Lösung geben.
Ja. Für die ORF-TV-Tek, diese Streams, was da jetzt so gibt, ja. Da habe ich immer wieder Stabilitätsprobleme. Ja. Ja. Die Frage war, dass bei ORF-TV-Tek es zu Stabilitätsproblemen kommt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber ich habe festgestellt, es liegt nicht am Raspberry Pi, weil eine Zeit lang, meine Eltern haben hier ein Sony-Gerät und eine Zeit lang habe ich dem Sony-Gerät auch Internetzugriff gelassen und diesen Gerät, die TV-Tek-App verwendet und am Sony-Gerät gab es mehr Ausfälle als am Raspberry Pi. Und ich schätze, es liegt am ORF. Also es ist, ja, also ich verwende auch parallel dazu, wenn ich wirklich Sendungen viel aufnehmen will, Mediathek View, das ich dann als AVI oder MPEG abgespeichert habe. Mediathek View. Das ist ein Programm unter Linux, gibt es glaube ich auch unter Windows, um TV-Tek-Inhalte herunterzuladen. Läuft nicht am Raspberry Pi, nein. Ja. Es gibt die Möglichkeit, also Filme mit Werbung, also Fernsehen mit Werbung aufzunehmen, wo die Werbung ausgeschnitten wird, oder so, so wie es beim Film. Ja, ja. Die Frage war, ob beim Fernsehen Werbeeinschaltungen rausgeschaltet werden können. Ich glaube, TV Headend unterstützt das Feature nicht, zumindest habe ich es nicht gefunden. Was es allerdings gibt, es gibt eine Time-Shifting-Funktion, dass ich auf Pause klicke und wenn ich mir was zum Trinken hole oder dergleichen, dass ich danach dann weiter schaue, die Sendung. Und ja, und das Schöne ist auch, wenn ich dann den Film unterbrechen muss, weil ich woanders hin muss, in die Küche was kochen oder so, kann ich dann auf mein Handy den Film weiterschauen oder die Fernsehsendung und ja, bin nicht ans Fernsehgerät gebunden. Noch irgendwelche Fragen? Wie kauft man diesen Codec, diesen MPEG-2-Codec? Den kauft man online. Die Frage war, wie der MPEG-2-Codec gekauft wird. Dazu gibt es online die Möglichkeit, ich merke mal leider nie die Webseite, einfach drüber googeln, Raspberry Pi MPEG-Codec und da kommt man, glaube ich, eher auf die offizielle Raspberry Pi-Seite. Und was zu erwähnen ist, man kauft das in London und es gibt eine Zeitverzögerung. Also wenn man untertags den Codec kauft, kann es sein, dass man erst am nächsten Tag die Bestätigung kommt mit dem Key, was man dann eintragen muss beim Raspberry Pi in der config.txt-Datei. Das ist, wenn ich die Videoinhalte vom Live-TV mir anzeigen will. Ja. Okay, ja. Alles, was MP4 ist. Alles, was MP4 ist. Diese ELEC. Das ist eine gewartete Distribution. Ich habe ganz am Anfang die Frage war, ob LibreELEC eine gewartete Distribution ist. Und ja, ich habe ganz am Anfang angefangen mit Xbian, dann habe ich gewechselt zu OpenELEC, aber wie bei OpenOffice hat sich dort dann auch ein Fork gebildet, LibreELEC, wo die Entwicklergemeinschaft auch reger ist und es mehr Features gibt als in OpenELEC. Deswegen bin ich auch umgestiegen. Ja. Und die GUI hat sich jetzt auch meiner Ansicht nach wesentlich verbessert als zuvor. Lässt du den Raspberry durchlaufen oder startest du den Fernseher?
Nein, meine also bei meinen Eltern rennen sie durch. Bei mir habe ich sie in mein Smart Home System integriert. Ja, hier kann ich sie übers Handy dann einschalten, über die Steckdose und ja, die laufen dann. Mich würde insbesondere interessieren, wie lange sind jetzt deine Eltern auf dem System drauf? Wie leicht oder schwer war es, die Transition durchzuführen? Und ja, was waren so insbesondere in Bezug auf die User deiner Eltern, was waren da so die Lessons learned? Also die Frage war bezüglich meiner Eltern, wie gut der Umstieg verlaufen ist, was so die Schwierigkeiten waren. Ich muss sagen, es ging relativ glimpfig vonstatten. Im Grunde ist das User Interface, wenn ich es nochmal habe, eigentlich auch ja, für Leute jenseits der 60 bedienbar. Ich habe ihre Oberfläche auch etwas verschlankt. Also sie haben keine Serien, sie haben keine Musik, sie haben im Grunde bietet Kodi die Möglichkeit, häufige oder interessante Inhalte in Form von Favoriten abzuspeichern. Und dann habe ich halt die ORF, DVT, ServusTV, Puls 4 und dergleichen als Favoriten fixiert. Und sie haben dann die Favoritenansicht und können halt zwischen 10 ja, Add-ons auswählen. Der eine Fernseher, wo der nicht der DVB-C-Stick dranhängt, das ist etwas kompliziert beizubringen. Wenn ich jetzt Live-TV sehen will, muss ich von HDMI zurückwechseln zum Fernsehsignal. Da bin ich eh am Überlegen, ob ich nicht da auch noch die Investition tätige und dann entsprechenden Stick besorge. Aber sonst, meine Eltern sind besonders happy über die Android-App, das Yatze, weil sie hatten auch Probleme mit der Fernbedienung durch die Menüs durchzunavigieren und mit diesen Pfeiltasten. Wo habe ich sie? Genau, mit diesen Pfeiltasten tun sie sich ganz einfach. Texte schreiben, sie haben vom Android ihre großen Tasten und müssen so auch nicht mit der Fernbedienung durch den Bildschirm Tastatur wechseln. Also sie sind sehr zufrieden, ja, würde ich sagen. Die Frage war, ob meine Eltern ausschließlich über Yatze das System bedienen. Es ist, glaube ich, zweigeteilt. Ich glaube, meine Mutter verwendet mehr Yatze als mein Vater. Aber sie machen auch nicht so viel. Nein, sonst mit der Fernseher-Fernbedienung. Durchklicken und dann auf OK und dann... Die Frage war, wie die Fernbedienung auf den Raspberry Pi kommt. Das Libre, Elec und Kodi unterstützen das Fernsehsignal. Das heißt, also, CEC muss der Fernseher. Ja, da das Ganze über HDMI verbunden ist, funktioniert das recht gut. Ja, in der Regel ist die Fernbedienung aktiviert im Kodi. Also ich kann mich... Also ich habe zum Beispiel diese RGI Mini, die 13.2 als Tastatur, dann so USB-Tastatur, also USB,
Port am Raspberry Pi. Und auf einer Seite ist es so eine normale Tastatur, auf der anderen Seite die Infrarotfernbedienung für den Fernseher und eingebaut ist eine HR-Maus. Das funktioniert relativ gut. Mhm. Ja, also. Ja, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Möchte nochmal darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, die Vorträge online zu bewerten. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Linux-Tag.